Hi, mein Name ist Rikai, ich bin Maschinenbauingenieur und hier werde ich mich einfach nur mit dir kurz unterhalten über ein Thema. Ich habe tatsächlich einen Kommentar bekommen, wo es heißt: Sergej, ich höre dich gerne auch zur Nacht. Kannst du nicht mal längere Videos machen? Und wahrscheinlich damit er auch einschlafen kann. Und jetzt kam so ein Video, ne? Ich nehme einfach einen Punkt, über den ich mir ein bisschen Gedanken mache und dann machen wir quasi wie eine Unterhaltung. Thema: System schlägt Klasse. Ich denke, das kann man so unterstreichen, zumindest darin, dass viele Firmen das auch so einfügen, ob Behörden oder Firmen, man versucht alles zu systematisieren. Man versucht durch System etwas stabil und sicher hinzukriegen. Und das ist offensichtlich die starke Denke dahinter. Der eine, der super genial ist, aber alle Freiheiten hat, kann es vielleicht besser hinkriegen. Aber man baut nicht darauf, dass jeder so super genial ist, sondern dass es im Schnitt, tut mir leid für diese Ausdrucksweise, im Schnitt, der Durchschnittmann ist. Und deswegen braucht man Lösungen, die jeder irgendwie hinkriegt. Und dann gibt es ein System, ob das jetzt Step-by-Step-Lösungen sind, ob das jetzt irgendwelche andere Systeme sind, wo abgehakt werden muss, wo bestimmte Leute verpflichtet sind, draufzuschauen und, und. Man führt Systeme ein, damit man halt keine Fehler hat, damit man auch zu Lösungen kommt. System schlägt Klasse. Ideal ist natürlich, wenn beides zusammenkommt, aber wenn eins gegen andere spielt, dann wird wahrscheinlich System immer gewinnen. Ich habe mal so ein ganz außergewöhnliches Beispiel. Das habe ich mal in einem Interview gehört von einem etwas älteren Mann. Ich weiß nicht, ob er es selbst war oder ob er es von jemandem erzählte, von dem er es mitbekommen hat. Auf jeden Fall gab es einen, der hat für die Sicherheit des Obersten in Sowjetunion gesorgt. Ne? Und der hat quasi seine Sicherheit organisiert, war selbst Offizier und hat die ganze Sicherheit organisiert. Und als das Ganze zerfallen ist, es lag nicht an seiner Organisation, also Sicherheit des Obersten war gewährleistet, aber als das Ganze zerfallen ist, dann kam wohl irgendeiner der ganz Reichen auf ihn zu, der Neureichen, und sagte: Hey, ich weiß, du hast einen guten Job gemacht, du hast für die Sicherheit des Obersten gesorgt, sorge für meine Sicherheit. Und der hat abgelehnt, nicht wegen Stolz, sondern wegen Undenkbarkeit. Er sagte: Du verstehst nicht, wie die Sicherheit funktioniert hatte. Dann sagte er: Wie hat es denn funktioniert? Okay, erzähle ich dir kurz. Wir fahren zum Beispiel in Stadt sowieso. Was mache ich? Ich habe ein Riesennetzwerk. Polizei, Geheimdienst, was auch immer. Ich rufe an und frage: Haben wir denn da Problemfälle, die uns problematisch werden könnten? Vorab schon mal nachschauen. Und die sagen: Ja, wir hätten hier und da Problemfälle. Den muss man nichts machen, aber die kann man mal für eine Geschäftsreise für diese Zeit irgendwo hinschicken. Und die sind dann weg. Dann guckt man auch, dass die wirklich weg sind. Und dann fahren wir hin. Auf dem Weg dahin haben wir wieder Kontakt mit Leuten, die auf dem Weg da sind. Fällt euch irgendwas auf? Davor, dahinter, Polizei, was auch immer. Alles ist ein Netzwerk. Sieht ihr irgendwas Verdächtiges und, und. Nein, okay. Und die Truppe, die um den Obersten herum ist, die tritt idealerweise eigentlich nie in Kraft. Wenn die mal in Kraft treten muss, um für die Sicherheit des Obersten zu sorgen, speziell die Truppe, die um ihn herum ist, dann hat das gesamte System davor versagt. Aber eigentlich mussten sie nie aktiv werden, weil das System von vornherein alles abgearbeitet hat. Und
umso näher der Kreis sich um den Obersten geschlossen hat, umso sicherer war die Umgebung. So ein ähnliches Beispiel kann ich erzählen von USA. Also ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt ausgedacht ist oder real ist. Ich kann das dir nur so erzählen, wie ich es selbst gehört habe, aber es gibt anscheinend Städte und Bereiche, wo sehr viele prominente und große bekannte Politiker leben. Und diese Straßen, wenn du dahin gehst, irgendwo in Lokal, Kaffee trinkst, was auch immer, du merkst keine Sicherheit, die präsent ist, die irgendwie großartig da mit Kanonen und sonstigen Sachen rumlaufen, sondern für dich ist das eine ganz normale Straße. Aber es ist geschützt. Das System regelt das irgendwie. Wahrscheinlich wärst du da gar nicht erst hingekommen, wenn du gefährlich wärst. Zum Beispiel. Wozu sage ich das Ganze? Natürlich müssen die Leute, die um diesen Obersten herum sind, trotzdem gut sein. Weil für den Fall, dass die mal aktiv werden sollten, müssen sie ja vorbereitet sein. Ne? Aber wenn das gesamte System gut aufgebaut ist, braucht man sie eigentlich nicht. Und so funktioniert das Ganze aus meiner Sicht auch in den Firmen, in Behörden. Man versucht Systeme aufzubauen. Die Systeme gehen ja einem eigentlich auf den Deckel, weil die Systeme, die stecken alles in Schubladen, die unterteilen alles auf Stufen, Unterstufen und so weiter und. Und man muss die abarbeiten und als einer, der, was weiß ich, Ingenieurwesen studiert hat, wünscht man sich ja eher kreative Arbeiten und weniger solche Systemarbeiten. Aber die müssen sein. Ich denke, am Ende sind Systeme sehr, sehr wertvoll. Nur halt nicht immer spannend. Ne? Das Aufbauen der Systeme, das ist wiederum eine spannende Aufgabe. Denke ich mir zumindest. Ne? Also derjenige, der das ganze Sicherheitssystem um den Obersten herum aufgebaut hat, der die ganzen Strukturen durchgedacht hat, wie machen wir, gehen wir vor, wie kontaktieren wir wem, wann und so weiter, der hat sich da Gedanken gemacht, das war spannend. Später am Ende kann man wiederum vergleichen mit dem Bodyguard, der irgendwie um den Obersten herum ist. Für den persönlich ist das wahrscheinlich auch zum Glück langweilig, weil er nie aktiv werden muss, aber er könnte jederzeit aktiv werden, ne? Dafür ist er da. So sind eigentlich auch Ingenieure, die wollen das Rad am liebsten neu erfinden. Also, aber es gibt's schon. Und dann geht man nach bestimmten Schemas vor, um das nochmal zu machen und nochmal abzuarbeiten, weil man muss nicht das Rad jedes Mal neu erfinden. System gegen Brillanz oder gegen Klasse. Aus meiner Sicht aber ist das trotzdem sehr, sehr, sehr gut, wenn zwei zusammentrifft, weil dann kannst du trotz Systeme immer noch in der Regel hast du Freiräume für interessante und spannende Arbeiten, wenn du selbst über Klasse verfügst, beziehungsweise das kann man ja so rum und andersrum ausdrücken. Was heißt über Klasse verfügen oder was heißt Klasse haben? Ja, das sieht vielleicht jemand anders als ein anderer, ne? Weil Klasse haben heißt für mich zum Beispiel Sachen machen zu können, die man gerne macht. Aber ein anderer und die immer besser machen zu können und immer besser darin zu werden. Aber ein anderer wird mich anschauen und denken, ja gut, der kann sie zwar gut, aber ist total langweilig und öde, was er macht. Und dafür kann er was anderes gut. Also das ist vielleicht ein bisschen schwierig hier genau zu definieren, was heißt als Ingenieur Klasse zu haben. Eigentlich einfach gut sein. Ne? Genau. Ja, jetzt machen wir noch ein paar Minuten, weil du musst ja auch, falls du es zur Nacht hörst, einschlafen können. So. Ich weiß nicht, ob ich dir schon erzählt habe oder ob du es irgendwo anders schon gehört hast oder mitbekommen hast, dass ich an Gott glaube und dass ich Christ bin. Ja? Ich weiß, Themawechsel, egal.
Können wir vielleicht danach noch den Schwenker zu dem Thema zurückmachen. Ich habe gerade eben noch ein Interview mit einem Physiker gehört. Und der Physiker hat nochmal unterstrichen, dass Zeit und Raum als solche nach der Urknalltheorie, nach diesem Ganzen, davor gar nicht existiert haben. Dass das Ganze sich irgendwie ausdehnt, der Raum sich ausdehnt und die Zeit ab dann erst läuft und was davor war, ist selbst aus dieser Theorie unklar. Und das ist etwas, was egal von welcher Seite man kommt, ob man von der wissenschaftlichen Seite kommt und sagt, ich will nichts mit der Bibel zu tun haben, ich will nichts mit anderen, mit Religionen, mit Glauben zu tun haben, ich will es nur rein wissenschaftlich sehen, dann sagt man, okay, ich sehe irgendetwas. Das ist das, was wir hier haben. Von dem, was ich sehe, kann ich irgendwas extrapolieren, also nach hinten quasi zählen. Umso weiter ich von jetzt, von hier zurückzähle, umso mehr Ungenauigkeit sehe ich da. Und irgendwo höre ich selbst bei diesem Extrapolieren auf und sehe überhaupt noch nicht mal theoretisch irgendeine Möglichkeit, das zu erklären. Und das ist für mich diese Urknalltheorie. Man extrapoliert aus dem, was man jetzt in diesen letzten Jahrhunderten, sagen wir mal, über die Natur gelernt hat, extrapoliert man zurück und man geht davon aus, dass man quasi in diesen Jahrhunderten auch die Dynamik, die bisher vermeintliche Milliarden Jahre irgendwie funktionierte, von heute aus abschätzen kann. Dürfte ich als Maschinenbauingenieur überhaupt nicht machen. Ich dürfte nicht irgendeinen Bereich hier so mickrig klein untersuchen und daraus Schlüsse ziehen nach weit, weit weg. Also angenommen, wir wollen irgendwas, keine Ahnung, wir wollen Zylinderkräfte untersuchen. Also wir haben Hydraulikzylinder. Und wir wollen untersuchen die Mechanik, die Eigenschaft der Zylinderkräfte. Und wir gehen hin und bauen uns so einen Riesenzylinder, ja, und untersuchen den. Und dann extrapolieren wir das auf die Nano-Bereiche und extrapolieren die Dynamik, die wir gelernt haben, auf kleinste, sagen wir mal sogar noch kleiner, atomare Ebene. Wir sagen, okay, wenn der Zylinder, der so groß ist, diese Dynamikeigenschaften hat, diese Viskositäten der Flüssigkeit drin sind, diese Eigenschaften dahinter sind, dann extrapolieren wir das ganz, ganz weit weg von dem, was wir eigentlich untersucht haben, zum Beispiel im Bereich der Molekulardynamik, Moleküle, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, aber ich erwähne das nur, damit das klar wird, dass wir ganz weit weg sind von dem, was wir untersucht haben. Und dann sage ich, gut, ich schätze, wenn es da so funktioniert hat, dann wird das hier so funktionieren. Ich kann ja viel schätzen, aber das habe ich eigentlich nicht untersucht. Ich habe was anderes untersucht. Und das ist auch in meinen Augen das, was der Urknall macht, also diese physikalische Erklärung macht. Wir untersuchen einen kurzen Abstand, der zeitlich sehr begrenzt ist. Wir wissen, wie jetzt das Ganze mechanisch funktioniert und physikalisch funktioniert und extrapolieren das zurück mit dem Wissen jetzt und sagen, okay, dann war es vor Milliarden Jahren wahrscheinlich so. Und selbst dann kommen wir an eine Stelle, wo wir sagen, aber was war denn davor? Keine Ahnung. Wo kommt die Denke eigentlich her? Okay, wir sehen, dehnt sich alles aus. Aber wenn es sich alles ausdehnt, dann muss es ja von irgendwo gekommen sein. Dann war es irgendwann mal alles an einem Punkt. Und dann gab es halt diesen Urknall. Ne?
Aber was war davor? Von wo kam das Ganze? Von wo kam die Energie und, und. Das ist eine Art lineares Denken, sehe ich zumindest als Laie so. Ne? Ihr könnt mich korrigieren, klar. Selbst wenn es nicht linear ist, selbst wenn man versucht hat, Nichtlinearitäten zurückzurechnen, selbst dann ist das ein Denken, das nur aus unseren heutigen Erkenntnissen in eine ganz, ganz weite Zeitachse zurück extrapoliert wird, wo wir überhaupt nicht wirklich großartig Aussagen treffen können. Das ist meine Überzeugung. Ja, was die Bibel sagt, das muss man glauben. Das kann man nicht physikalisch überprüfen. Aber das Gute ist ja, die Bibel erhebt ja nicht den Anspruch, dass man es physikalisch nachprüfen muss. Die Bibel sagt, das kannst du glauben. Die Bibel sagt, im Anfang war das Wort. Das ist das Evangelium. Der beschreibt das Ganze nochmal. Man könnte sagen, Sinn. Der Inhalt, die Fülle, der Gedanke. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Also es wird auf Gott zurückgeschaut und der war halt schon immer da. Der ist außerhalb der Zeit, außerhalb des Raums, der ist über dem und für uns gar nicht vorstellbar. Im Grunde, es war ein schwaches Beispiel, aber so ähnlich wie wenn man sich Gedanken macht, stell dir vor, eine Ameise mit der Intelligenz, die sie hat eine gewisse Intelligenz, versucht den Menschen irgendwie zu begreifen. Sein Wesen, seine Art, sein Dasein. Ja, und was sieht die Ameise, wenn sie es versucht? Also auf jeden Fall nicht das, was wir sehen würden. Ja? Die sieht nicht alles physikalisch und schon mal gar nicht die Gedanken und schon mal gar nicht die Verpflichtungen und so weiter. Gefühle kann sie alles überhaupt so nicht abdecken. Und so viele Berührungspunkte hat sie mit uns auch nicht so. Nicht um uns zu beobachten. Also sehr schwaches Beispiel. Vergleich wir und Gott ist viel, viel größer. Der Abstand, die Distanz als Vergleich wir und Ameise. Da ist die Distanz gar nicht so groß verglichen mit dem anderen. Ja? Mit dem zuvor erwähnten. Gut, jetzt habe ich vielleicht lang genug gesprochen, dass der eine oder andere einschlafen konnte. Gute Nacht. Gib mir einen Daumen. Abonniere den Kanal. Und bis irgendwann mal später. Ich habe übrigens eine Idee. Ich will ein paar meiner Videos ins Englische übersetzen. Mal gucken, ob es gelingt. Bis dann.